Guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Keine Ahnung, wann das Video jetzt guckt, aber ich will euch trotzdem noch dabei grüßen. Es geht weiter mit The Walking Dead. Ist ein fantastisches Spiel und seitdem ich das erste Video hochgeladen habe, denke ich, ihr wollt das wohl sehen. Darum machen wir auch gleich mal weiter. Click to connecting. Ja, ja, connecte mal schön, mein Lieber. Wir playen direkt weiter Episode 1 im Game 3. Können auch das weiter spielen. Es ist vollkommen scheißegal, was wir machen. Wird das deleten? Nee, komm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit unserer kleinen Clementine und mit dem lieben Lee. Da könnte natürlich einiges passieren. Ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich und ich habe wirklich Spaß. Geht ab. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Ich bin immer noch kein Daddy, du Spasti. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're on the fence. There's a tractor and everything. Oh, cool. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Heißt der auch Junior wohl? Ducking, Quacking, Scheiße! Duck? Mann, ey, die Entscheidung ist immer so heftig lange. Kurz mal dich, da muss man sich mega schnell entscheiden. Ich wollte erst mal ein paar Sachen durchlesen, was soll das denn? But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. Enthusiasm? The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Krass, ey, man kann sich echt nicht, man kann sich wirklich nicht in Ruhe das durchlesen. Da muss man echt richtig schnell lesen. This is Lee. And what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Eigentlich kenne ich den gar nicht in Deutschland. Well, we should get to work. So normal in Amerika, what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah. Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Geil. Cool. Passt mal auf, was der Junge gleich macht. Ich habe es einer bestimmten Stelle gespielt. Es geht noch bis hier, also noch einiges bisschen weiter, aber dann seht ihr, was er gleich macht. Der kann gut Traktor fahren, muss man echt sagen. So, ich gehe erstmal ein bisschen rum und guck mich mal um, was es hier so gibt. Guten Tag, Herr. Wie heißt du nochmal? Ich weiß nur, dass dein Vater, ach Quatsch, dein Sohn Duck heißt, aber du bist, glaube ich, Kenny. Be sure to check in with everyone you've met so far. Ja, ich will mit dem reden, mit dem lieben Typen. Guten Tag, Kenny. Kenny? Need any help? Need any help? No, brauchst du mich Hilfe? I think I got it. Nee, das kriegst du selbst. Nein, ich brauch keine Hilfe. What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nein, ich hab keine Kids, du Spasti. I'm okay, no kids. No kids. Would liked one then. You know. Also ich würde sagen, also Clementine ist ja richtig geil. Was heißt richtig geil? Das hört sich jetzt scheiße an, aber die ist ganz cool. Die ist so, weiß ich nicht. Die hat man getroffen, man will überleben und da will man natürlich sich drum kümmern. What's your plan oder how do you, how's your son doing? Exit, nein, ich weiß nicht. How's your son doing? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. Oh my god. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Krass. Der Junge kriegt irgendwie so ein Assi ab und wurde fast von dem gebissen, keine Ahnung was. Und dann kommen sie jetzt trotzdem hierhin noch. Haben es noch halbwegs überlebt. Er hat den irgendwie fertig gemacht. Jetzt sind sie auf Herschel's Farm. Das ist auch nicht so geil, das kleine Junge. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying.
Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Er hat gerade gesagt, er ist ein halt ein Geschäftsmann sozusagen, auf jeden Fall ein professioneller Fischfänger und der fängt irgendwelche Fische. Und er hat gerade Dolphin gesagt. Was ist ein Dolphin? Doch kein Delfin, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da fällt doch keine Delfine. You have such pretty hair. It gets lots of tangle. Ja. Na, lieber kleiner Duck oder Kenny Jr., wie geht's dir so? Mach keine Scheiße, Junge. Okay, wir gehen mal zu dem lieben... Wie hieß er nochmal? Sean. Sean Green. Sean's still working on that fence. Er arbeitet an einem Zaun. Ja, schön für dich. Kann ich doch irgendwie ein bisschen helfen, oder was? Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Ja, natürlich helfe ich dir beim Schneiden. Gerne. My dad doesn't know how bad it is. Ja, der weiß gar nicht, wie schlimm das ist. Das ist heftig. Der hat keine Ahnung. Guckt euch die Staffel an, ich sag's euch. Guckt euch die an. Das ist unglaublich geil. Die lief letztes Mal im Fernsehen. Das kann man wirklich schon sagen. Die lief nicht umsonst im Fernsehen. Alter, guck dir die an. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes. And pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. I had to shoot one. I based someone gets killed or be killed. Look, I had to shoot das one. I could shoot one. Maybe. I could shoot one. Maybe. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My parents are making with my brother. They don't... Ah, kommt das! Well, whoever they are, wherever they are, Scheiße, I hope they're okay. Teilweise so schnell die Entscheidung, es ist unglaublich. Egal. That's probably all I need cut for now. Thanks. Bitteschön. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Gut, ich kann da wohl dann schon helfen, irgendwie sauber zu machen, mach ich wohl. Ich hoffe wirklich, dass ihr das alle so versteht wie ich. Es ist teilweise schwierig, ich könnte es verstehen. Aber ich bin natürlich schon einige Jahre mit Englisch vertraut und so ist es für mich einfach nur eine andere Sprache und ich verstehe es wohl. Aber ich will jetzt auch nicht immer unbedingt bei jedem Satz übersetzen. Ich kann euch nur sagen, dass wir haben gerade über meine Familie gesprochen und wir haben halt den Zaun fertig gebaut. Oder besser gesagt, ich habe jetzt geholfen, ein paar Sachen zuzuschneiden. Er baut die gleich dran. Was wir gleich mal kurz mal machen können, wir können gucken, wie es hier so aussieht. Der kleine Duck sitzt hier noch am Trecker. Er ist am Rumhämmern. Und weit und breit ist einfach alles friedlich. Also eine Farm ist ganz schön schön. Dann gehen wir mal zu Herschel Green, dem Tierarzt. Aus der Serie weiß man, dass er ein Tierarzt ist. Und ein kleiner Ignorant vielleicht auch. Weil er immer noch glaubt, dass die ganzen Zombies nur krank sind. Und wenn man der eine, keine Ahnung, Arzt Medizin gibt, dass die wieder normal werden. Aber das werden sie nicht, weil sie eigentlich tot sind. Jetzt reden wir mal mit dem lieben Herschel. Guten Tag. How'd you get out of Atlanta? On foot, I got a ride. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Yeah. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Also wenn manchmal liest, was sie ja sagen, das ist total lustig. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Parents and Bruder. My parents are making a wife and he was my parents are in making with my brother. Genau, das sagt er immer. Well, I hope they're all right.
Das hoffe ich auch. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, ich bin gespannt, was die Mutter von dem up on her? I was looking for help in her house. Yeah. Das ist das einzige, glaube ich, was ich sagen kann. Can I give you a piece of advice? Ja, gerne. Mind your own business? Sure. Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Huh. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Go! I'll get my gun! Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Mann, 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 Mann. Fahr nicht auf den scheiß Fuß, Junge. Fahr zurück. Du bist so dumm, heftig. Was machst du denn? So. Scheiße. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen den kleinen Jungen und Sean Green. Sean Green ist aber eigentlich ganz korrekt. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich logisch drüber nachdenke, muss ich eigentlich den kleinen Jungen nehmen. Ja, ich helfe dir wohl. Nee, ich will aber schon grün. Ah, der ist fest. Das lieber, ich hau den mal weg. Scheiße! Nein! Nein! Fuck. I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost, was? I can fix you. Hallo, der bringt dir nicht mein Auto, wurde gebissen. I know so. Scheiße, Sean, was ist mit dir los? Fuck. Was getan. Get the fuck out of here! Chill, I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. Also ich habe alles getan. Ich bin zu dem hingegangen, Mann. Das kenne ich voll. Geile Antwort. Kenny is schuld. No, I can't. Heftig. You watch your back. We can tell it's your daughter and you need his help. Just go. Get out and never come back. Aber ich muss sagen, es passt zur Serie. Guckt euch die Serie an. Einfach nur geil. Ich muss es mal wieder sagen. Es tut mir leid, dass ich es so oft sage. Und mich auch einige Male wiederhole. Aber die Staffel ist einfach nur eine der geilsten Sendungen. You got that ride to Macon if you want it. Ja, komm. Dann lass uns nach Macon fahren. Ist jetzt schade, dass der liebe Sean gestorben ist. Ich wollte ihn retten, aber leider hat der kleine Doug ihn ein bisschen so am Fuß erwischt und ihn ein bisschen überfahren. Aber wie ich es euch gerne nochmal sage, guckt euch die Staffel an. Das ist einfach das Geilste, was es gibt. Wenn ich mit dem Zombie-Film betiteln könnte oder sollte oder würde, dann ist es der geilste Zombie-Film. Well, this is as far as we're going. Then it's far enough. Douglas. Gut, das sind wir wenigstens Naked. Mal gucken, was hier abgeht. Sieht aber auch nicht gerade super aus. Da ist der Drugstore, von dem wir gesprochen hatten, ganz am Anfang.
Der Truckstar von Lee. Von der Familie von Lee zumindest. Hey there! You friendly? Trucks run out of gas. Scheiße.